So, hallo, wir machen weiter. Bei Bonnen versucht, Isaac auszutricksen und stellt sie dabei furchtbar dämlich an. Ich nehme wieder Azazel und wir versuchen nochmal die Geschichte mit dem Spiegel. Mit ganz viel Glück springe ich ihn diesmal auch nicht. Ne? Hier, das Book of Shadows ist für die Mission ziemlich genial. Das muss man schon mal sagen. Das Book of Shadows ist für diese Geschichte ziemlich brauchbar, weil als Geist habe ich dann ja einen Hit praktisch mehr, wenn ich ein paar Räume geschafft habe. Oh, das ist gar nicht mal so doof. Da ist schon mal mein Schlüssel für Downpour oder eben was auch immer dann kommt. Das ist ja schon gut. Da ist mein zweiter Schlüssel für den nächsten Itemraum. Ja doch, blaues Herz würde ich mir dann schon mal gleich gönnen. So, bisher nichts weiter Spannendes hier am Happening. Nee, im Moment kann ich ja auch noch nichts kaputt machen. Das war ja nur damals, weil ich dieses HP abbekommen habe, dass ich so diese Fähigkeit halt hatte, dass ich laufe über Dinge drüber und sie gehen kaputt. So. Das war das Ding. Okay, hier kriege ich nochmal Münzen. Aber ich habe jetzt auch keinen. Doch, hier ist ein blauer Stein. Okay, dann hole ich mir schnell eine Bombe. Dann hole ich mir fix ein Bömpchen. War ja auch im Shop. Dann sprengen wir hier eine kleine Runde. Dann geht's auch schon zum Boss. Hier irgendwie anders sprengen, sodass es hier, aber ich glaube auch nicht. Gut, hier könnte natürlich ein Geheimraum sein. Aber wie gesagt. Vielleicht habe ich. Nice. Geht einfach gar nicht. Schild haben wir ganz gut ausgenutzt, würde ich sagen. Sehr schön. So muss das. Okay, wo landen wir? Beim Itemraum. Und es ist Downpour. War das ein Space Bite? Nee, ne? Ah, das war... Ja, ich erinnere mich. Okay, war blöd. Hätte das Fragezeichen nehmen sollen. War doof. I'm sorry. Lobe Besserung. So, ich sehe hier den Stein. Problem ist, wir brauchen auf jeden Fall zwei Bomben am Ende dieses Abschnittes. Oh Gott. Wird's kritisch. Nichts passiert. Alles gut. Aber wenn wir mehr Bomben finden sollten, dann würde ich hierher zurückkehren. Das ist jetzt sehr stark abhängig, was wir hier so finden. Im Shop brauche ich jetzt eigentlich noch nicht dran. Eigentlich mit den Münzen, die ich habe, brauche ich gar nicht den Shop besuchen. Ich meine, ich könnte auf Dings verstoßen. Oh, das ist eine sehr kleine Ebene gewesen. Holy moly. War ja richtig, richtig witzig. Passage. Gut, der Passage ist auf jeden Fall besser als The Fool. Ich meine, ich habe so viele Schlüssel. Dann kann ich auch einmal den Shop besuchen. Ja, aber das habe ich mir gedacht. Das war einfach jetzt komplett umsonst. Ja, mehr kann ich nicht tun. Das war's. Wenn ich jetzt keine Bombe kriege beim Boss, dann geht es hier einfach direkt schon weiter.
keine Bombe. Einen Satanraum. Will ich den nutzen? Eigentlich nicht. Wird lieber versuchen, den Engelraum zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit mit Assasil auf Engelraum ist ja sehr hoch, weil du keinen Rotherzschaden hast normalerweise. Insofern heißt es für mich, ich gehe einfach weiter und gucke, dass ich jetzt halt zwei Bomben bekomme. Wenn ich jetzt nicht zwei Bomben kriege, ist doof. Ne? Da ist schon mal das weiße Feuer. Weißes Feuer ist lokalisiert. Itemraum ist lokalisiert. Das heißt, wir kommen direkt an das Knife ran. Wir müssen nur diesen Raum hier schaffen. Da ist meine Bombe Nummer 1. Bist du ein Familiar? Ach, Kills Heal. Ja, das nützt mir nichts, wenn ich keine roten Herzen habe. Aber danke. Scheiße. Ah, das war ziemlich useless jetzt. Okay, wir müssen den Spiegel finden. Wie gesagt, es nützt mir nichts, wenn ich keine roten Herzen habe. Okay, der Raum hier, den würde ich am liebsten, wenn ich Geist bin, mit Shadow machen. Das heißt, da hebe ich mir das Buch jetzt gut auf. Da ist der Spiegel. Okay. Dann gehen wir jetzt ohne große Umschweife in die Spiegelwelt. Wir müssen dann von hier bis zum Itemraum kommen. Der hier unten ist. Und das Ding holen. Okay, was kann schon schief gehen? Alles. Ich muss das Feuer hier berühren. Ich meine, einen Treffer habe ich ja in der Spiegelwelt. Ein Treffer wird mir gegönnt. In Anführungszeichen gegönnt. Okay, ich war mir unsicher. Ich habe gedacht, vielleicht probiere ich es einfach mal und es hat funktioniert. So, ach, jetzt ist gespiegelt. Ich muss nachdenken. Okay, hier hoch. Sehr gut. Der Raum war auch nicht schwierig, das war der Anfangsraum. Das ist der Raum, wo die in der Mitte hier auftauchen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Da sind meine restlichen Bomben. Sehr schön. Sehr wichtig. Und jetzt ist nur noch der Raum hier übrig. Und der ist ja auch kein Problem gewesen. Nice. Haben wir's. Knife Piece 1. Und ab dafür. Genug Bomben haben wir jetzt auch. Wir kommen also auf jeden Fall in die nächste Ebene. Zurück zum Spiegel. Alles cool. Alles cool. Sehr gut. So. Interessanter Raum. Wäre auch nochmal eine Bombe gewesen. Okay. Ja gut, Bossfight. Das Book of Shadow ist einfach O-Effing-P. Kann man nicht anders sagen. Was ist das? Perfection, Luck, Way, don't lose it. Oder was? Okay. Nehme ich auch, kein Problem. Ich habe gerade überlegt, ob man es irgendwie anders kombinieren kann, dass man mehr Herzen bekommt, aber ich glaube nicht. Gut, wir sprengen. Ich wäre fast in die Treppe gelaufen. Ich will es nur kurz anmerken. Und dann gehen wir noch in den Stachelraum. Ich weiß, das
Book of Shadows ist jetzt nicht aufgeladen, aber das eine halbe Herz. Ja, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Verstehst du? Ja, dann kann ich gleich raus. Das war useless. Machst du nix. Schaffe ich es so zu springen, dass ich alles mitreiße? Nein, aber das war trotzdem keine. Oh, schlechte Sprengung. Jetzt war gern die blauen Feuer. Ich meine, eigentlich kann ich die blauen Feuer jetzt nochmal versuchen zu sprengen. Das hat's gemacht. Okay, gut. Dann Abflug. Jetzt heißt es wieder Schalter suchen. Und dann hoffe ich, dass meine Theorie funktioniert und ich einfach vor dem Viech wegfliegen kann und es mit Azazel halt nicht so schwierig ist, gegen dieses Viech anzukommen. Das ist meine Theorie. Vielleicht ist auch dieses Fliegen blockiert mit Azazel. Ich habe keine Ahnung. So, wir landen in den Minen. Gibt es jetzt hier Schalter oder nicht? Wir werden es rausfinden. Kann ja sein, dass es die Schalter erst in der zweiten Phase gibt. Wäre ja denkbar und nicht unmöglich. Ja. Ach gut. Das hätte ich mir. Habe ich mir jetzt was Besseres erhofft, bin ich ganz ehrlich. Bei zwei Kisten dieser Variante habe ich mir tatsächlich was Besseres erhofft. Aber was soll's. Ist halt kein Wunschkonzert hier. Ist jetzt alles so... Alles so... Okay. Aua. Ah, die sind immer noch aktiv. Egal, was in dem Raum passiert. Die bleiben einfach auch aktiv. Verstehe. Du kannst mich... Ah, die schmeißen immer. Ich muss die Spinne besiegen. Dann. Ah, oh, oh, wow, das war frech. Und jetzt auf? Okay. Immerhin etwas. Das war nicht gut, der Raum. War für mich nicht gut. Der hat ziemlich viel kaputt gemacht. So. Also. Ach, in. Muss verstehen, was die tun. Die gehen da runter und machen alles kaputt. Muss ich gerade denken, dass die auch nach wie vor aktiv sind, wenn ich hier wieder reinkomme. Der Gegner, da. Okay. Hier gibt es einfach Geld. Spezielle Steine sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht und Schalter sehe ich auch nicht. Also Schalter wahrscheinlich dann erst im zweiten Abschnitt. Da ist der Bossraum. Natürlich wieder typisch länglich, wie es für die Minen sich gehört. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es jetzt schon der Bosswash ist. Gehen wir mal in den Shop. Oh, more options. Aber die habe ich ja sowieso eigentlich. Ist es überhaupt more options? Ich guck nach. Ich guck nach. Letztes Mal habt ihr geschrieben, wieso hast du nicht nachgeguckt? Manchmal schreibt ihr, wieso guckst du nach? Doch, es ist there's options. Two items now spawn after beating a boss fight. Das Ding ist halt... Ich hab das ja eigentlich, nur das Ding ist halt, das zeigt es mir nicht an. Vielleicht zeigt es mir das jetzt an, wenn ich das nehme. Ich weiß, ich würde, also das blaue Herz wäre sinnvoll, aber ich muss es ausprobieren. Ich muss wissen, ob das jetzt das zweite Item dann anzeigt oder immer noch nicht. Okay, wir werden es auch gleich herausfinden. Müsste eigentlich auch mal rausfinden, ob ich über die Stachelsteine fliegen kann oder nicht.
Soll ich es kurz mal... Ich muss es... Irgendwann muss ich es rausfinden. Ich, ne? Ich kann über Stacheln fliegen. Ich kann über Steine fliegen. Kann ich über Stachelsteine fliegen? Wir testen es jetzt einmal aus. Nein. Gut, danke für den Test. Nee, es zeigt es trotzdem nicht an. Es zeigt es trotzdem nicht an. Naja, okay. War jetzt beides nicht so pralle. Gut, können wir eigentlich zum Boss gehen, ne? Schalter scheint es in dieser Ebene noch nicht zu geben. Gehen wir zum Boss. Ohne vorher vielleicht viel Energie zu verlieren. Nach Möglichkeit. Ah, wobei, wir könnten... Wir gehen ganz kurz nochmal für Geld. Nee, wir machen noch andere Dinge. Stopp. Wir machen noch zwei andere Dinge, bevor wir zum Boss abhauen. Aua. Das sollte nicht dazu gehören. Wir machen noch zwei andere Dinge. Wir gehen hier noch rein und holen uns die Two of Clubs und setzen die ein. Two of Clubs. So. Dann können wir nämlich gleich Temperance sprengen. Und auf Geld hoffen. Knapp daneben ist halt auch vorbei. Dann können wir aber immer noch den Geheimraum suchen. Hier könnte er sein. Habe ich die jetzt verzerrt oder ist er da nicht? Oh, scheiße, doch, er könnte da sein. Könnte aber auch da drüben sein. Ich hoffe, ich habe die Bombe nicht so stark verzerrt. Okay, habe ich nicht. Gott sei Dank. Geld. Yes. Und damit können wir uns gerade noch das blaue Herz leisten. Und das ist es dann schon wert. So. Okay. Warten. Wait, wo ist mein Trinket? Dieses A-Plus-Dings-Grade ist weg. Ist das richtig? Was macht das denn? Ist das ein neues? Müsste ich doch recht fix finden bei den Trinkets, oder? Na, wenn ich es da unten nicht finde, ist es ein neues. Keine Ahnung. Vielleicht ist es was nur eine Ebene lang gilt. Oder es hieß ja, don't lose it. Vielleicht, wenn man Schaden nimmt, dass es dann weg ist. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet. Okay, die kann ich verschieben und kaputt machen. Wow. Wow, ich habe meine Bomben gerade fantastisch eingesetzt. Das muss man schon mal mir lassen, gell? Ace. Esser. So, den kann ich jetzt erstmal erledigen. Dass der Aru gibt. Dass ihr Aru... Das war nicht ganz, was ich wollte. Ich warte zu lange, bis die explodieren. Holy shit. Die Bomben haben keine lange Explosionszeit. Nein. Ach, komm schon. Wo kamen die? Was? Die habe ich nicht gesehen. Alter, ich bin bei den neuen Bossen so schlecht. So. Ich hab fast alles verloren. Das ist unfassbar. Jetzt ist die Frage, HP ab oder das macht Tiers und gibt mir blaue... Wie viel blaue Herzen gibt mir das Ding? Macht das nur... Ne, das gibt mir blaue Herzen und macht Tiers ab. Glaube ich. Aber sind es zwei blaue Herzen? Dann wäre es ja
theoretisch besser als ein HP-Up, wobei ich das HP-Up natürlich aufladen kann. Ich würde auf die zwei blauen Herzen gehen, wenn ich jetzt mal endlich rausfinde, wo es ist. Ach komm, ich hatte das schon so. Eigentlich muss ich doch nicht nachgucken. Eigentlich weiß ich doch, was es ist. Wieso gucke ich jetzt echt? Gucke ich jetzt echt nach, dieses bekannte Item. Ich würde es einfach nehmen. Da ist es. Plus 2 Soul Hearts, plus 0,4 Tears Up. Und das andere ist ja nur ein HP Up. Aber andererseits, für mich ist ein HP Up wieder effektiver. Ich habe ja auch. Ich habe ja auch. Hier. Kills Heal. Ne? Dann sind Herzen eigentlich, die rote Herzen, sinnvoller. Hätte ich jetzt mal vermutet, gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich sage. Aber das war richtig dumm. Die Bomben haben mich recht oft selber gesprengt. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Was soll's? Weiter im Programm. Wir müssen ja nur bis zum Knife Piece 2 kommen, um zumindest neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ja das Ziel. Okay. Wir haben Mainz 2. Frage ist, tauchen in Mainz 2 Schalter auf? Wenn ich jetzt keine Schalter sehe, dann wäre es nochmal zusätzlich ein Problem, dass es Glück ist, welche Ebene man bekommt. Oder tauchen jetzt in Mainz 2 auf jeden Fall Schalter auf? Das ist die Frage. Oder tauchen die nur in dieser speziellen Ebene auf, die wir hatten? Das wäre dann nicht so gut. Das ist das Ding. Können wir erstmal Stachelraum machen? Ich muss sie besiegen. Nein, da war noch... Oh, jetzt ist da noch ein Schlüssel gespawnt, aber ich habe sie geschlossen. Scheiße. Ich wollte möglichst schnell ohne Schaden noch rauskommen. Okay, da sind die Schalter. Da sind die Schalter. Sehr gut. Schalter sind da. Nummer 1. Der jetzt explodiert. Was ist passiert? Okay, welches bist du? Welches von den Dingsens bist du? Du bist dieser Gemini. Ah, Gemini. Ja. 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 Bevor das andere irgendein Bullshit ist, nehmen wir Gemini mit. Ganz ehrlich. Bevor das andere irgendein Bullshit ist, nehmen wir Gemini mit. Verkehrt ist Gemini auf jeden Fall schon mal nicht. Ist hier irgendein komischer Stein dabei? Nee. Ort. Okay, hier ist auch kein komischer Stein. Gut. Wir müssen noch weitere Schalter finden. Hier geht's dann hoch zum... Nee, hier geht's überhaupt nicht hoch zum letzten Schalter. Judgment. Ja, nee. Mit einer Münze brauche ich gar nicht Judgment erst einsetzen. Okay, wir haben ja gerade gelernt, die Stachelsteine reißen mich mit. Wieso? Ich wollte hier eine Bombe setzen. Sodass ich den kaputt mache und das Ding da hinten auch. Wieso hat das denn jetzt nicht funktioniert? Wieso bin ich denn da jetzt reingerannt so halb? Und wieso habe ich vor allem dadurch einen Schlüssel verloren? So, hier, so wollte ich das machen. Das hat nicht funktioniert, okay. Ach, ja, was soll's. Ich hab genug Schlüssel. Okay. Okay, da ist dann... Warte mal. Kann ich nicht einfach als... Ach so. Kann ich nicht einfach direkt hier eine Bombe setzen und es geht auf? Muss ich da durchfahren? Ich komme da direkt rein. Ich brauche die Schalter gar nicht. Und abgesehen davon brauche ich hier nur zwei Schalter. Jetzt habe ich es eh gemacht. Ne? Jetzt ist auch wurscht. Kann ich auch fahren mit dem Ding. Ach nee, da. Okay, da wäre noch ein Schalter notwendig. Aber ich kann hier einfach drüber fliegen. Jetzt bin ich hier. Jetzt wurde mir wieder alles abgezogen. Ne? Das ist alles dann Rückkehrgedingse. Aber hier zum Beispiel, wenn jetzt da irgendwas dann im Weg ist nachher.
Ist ja wurscht. Ich kann doch hier durchfliegen, hoffe ich. Das ist kein guter Rat. Wobei, wenn hier Stacheln dann sind, kann ich auch einfach drüber fliegen. Also ich hoffe, wir werden jetzt mehr mitbekommen als beim ersten Mal. Ne? Hier müsste ich auch einfach durchfliegen können. Okay. Ich hoffe inständig, dass meine Theorie funktioniert. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Okay. Und ich muss testen, ob ich den abschießen kann mit dem Messer. Hat ihn schon mal nicht getroffen. Nee, ich kann ihn überhaupt nicht abschießen. Okay. Aber er kann mir auch nichts. Was ist jetzt los? Achso, ich gehe wieder raus. Okay. Okay, Dinge passieren. Kommt der jetzt nochmal oder kann ich jetzt hier in Ruhe weiterspielen? Ich scheine in Ruhe weiterspielen zu können und habe jetzt dieses Knife dabei. Was ja nicht verkehrt ist. Gib mir ein HP ab. So, ja, dann geht's jetzt zum Boss, würde ich sagen. Ne? Messer haben wir jetzt dabei. Das ist aber nicht Mom's Knife, das ist irgendwas anderes. Also bestimmt auch schön stark. Ich muss es dann einmal beim Boss einsetzen. Jetzt mach ich erstmal mit Brimstone hier meinen Quatsch. So, jetzt hauen wir das Messer erstmal dem Boss ins Gesicht. Achso, das ist jetzt natürlich wieder die Phasen, der Phasenkampf. Na gut, da werde ich jetzt vom Messer nicht viel mitbekommen. Das ist natürlich wichtig. Ja, scheiße. 3 von 6 erst, ach Gott. Macht er wieder Kacke hier? Da oben noch eine? Ah ja. Noch einer da oben? Oh. Also wir scheinen ins Mausoleum zu kommen. So. Will ich in der Ebene mich noch weiter umgucken? Weil Problem ist natürlich, ich muss jetzt immer 2 Herzen opfern. Ach so, ich kann die 2 Herzen schon mal hergeben. Und dann mir jetzt wieder Herzen holen auf der Ebene. Logisch. Hab ich ja hier alles, ne? Ist ja alles da. Dann können wir auch gucken, ob wir noch irgendwie blaue Herzen bekommen. Wo ist jetzt? Da ist noch der andere Schalter. Brauche ich gar nicht mehr drücken. Also mit so einem Charakter wie Azazel das Messer holen, ist praktisch kein Problem. Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen Raum. Gehen wir da kurz noch hin. Die Frage ist, was hat man jetzt von dem Messer, außer dass es natürlich ein recht nettes Item ist. Gar keine Frage.
Ach, hier ist der Shop. Ja, gut. Den kann man jetzt mal shoppen lassen. Was sieht's mit dem Raum aus? Da komme ich nicht rein. Okay. Im Stachelraum waren wir drin. Dann Abflug. Mausoleum. Ich bin gespannt, ob mir da jetzt das Messer hilfreich sein wird. Oder ob jetzt im Mausoleum noch eine Geschichte mehr zu dem Messer dazu kommt. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht, aber wir gehen auf jeden Fall diese neue Route weiter. Ich könnte jetzt ja auch die alte Route weiterlaufen und dann praktisch zu Mom gehen. Ich meine, Mom kommt sicherlich auch in Mausoleum 2. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da ganz normal auftauchen wird. Frag mich, was das Messer alles kann. Außer irgendwo reinstecken. Okay. Ich meine, es ist wahrscheinlich ziemlich stark, hoffe ich mal. Nicht doch hinkommen. Nee. Vorsichtig. Nee, die Münze. Ganz ehrlich, die Münze ist mir zu riskant. Sorry. Das will ich dann doch nicht einsammeln. Das will ich dann doch nicht unbedingt. Wow! Das machen wir, wenn ich das Book of Shadows aufgeladen habe. Das machen wir, wenn ich das Book of Shadows aufgeladen habe. Was gleich der Fall ist. Alter! Lass dich halt von jeder Scheiße immer treffen, Kerl. Okay, kleines Herz bekomme ich. Irgendwie eine verdächtige Wand. Nein, sah nur so aus. Ich glaube, die sehen alle. Ja, die sehen alle so aus. Okay, never mind. Ich habe genug Bomben. Kannst mir leisten. Okay, ach so, ich muss jetzt hier wieder rein, um das Herz zu holen. Nachher geht's schief. Nein, hat funktioniert. Okay, so, jetzt. Book of Shadows ist aufgeladen. Nice. Das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Gut. Guter Kampf. Sinnvoller Kampf. Mit Gewinn hier rausgegangen. So. Gehen wir die Reise weiter. Alter, ich lass mich immer von dem Mistviech treffen. You stink, use diaper. Was ist das? Klingt super eklig. Nehm's halt mal mit. Ich will eigentlich keine benutzte Windel mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Was ist ein Trinket? Also warum nicht? Aber rein vom Namen her ist jetzt nicht so was, was ich fühle zu mitnehmen. Ich lasse mich schon wieder viel zu viel verprügeln. Meine ganzen blauen Herzen sind schön gleich wieder weg. Doch kacke. Oh. Damit mache ich nichts verkehrt. Da ist sie auch einfach direkt in ihn reingerattert.
Wir waren noch nie in Mausoleum 2, ne? Oh Gott. Der Raum ist frech. Die drücken die Schalter selber. Das ist eine spannende Erkenntnis. Drücken die Schalter selber. Das ist sogar eine sehr spannende Erkenntnis. Hier Schluss. Jetzt portet mich einfach nur. Bedenken können. Irgendwie habe ich es mir nicht gedacht. Jetzt ist mein blaues Herz wieder weg. Die gehen nicht kaputt, dann muss ich irgendwas anderes kaputt machen in dem Raum. Ah, die... der Kollege da, der transportiert Kram. Okay. Nix. Schade. Ich habe 10 Bomben. Dann würde ich ganz kurz noch ein bisschen versuchen, den Geheimraum zu lokalisieren. Yes. Okay, holen wir uns nachher. In der Hoffnung, dass wir überleben. Es wäre der erste Mausoleum-Boss, den ich besiege. Möchte ich kurz dazu sagen. Siren. Hatten wir Siren schon mal? Meins sieht ähnlich aus wie Dings. Keine Ahnung, ich habe vergessen den Namen. Das Mess ist jetzt so rot geworden. Okay. Wait, was ist mit dem Messer passiert? Hat mich das Messer gerade kurz selber getroffen? Es sah kurzzeitig so aus, als hätte mich mein eigenes Messer getroffen. Bilde ich mir das ein? Es war so rot und ich hatte das Gefühl, das Messer trifft mich. Das wäre wild, wenn das geht. Aber gut, ja, so viele Möglichkeiten haben wir nicht für den geheimen Raum. Danke. Lass mich in Ruhe. Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Kannst du dann auch behalten, ne? So. Okay, 5 Herzen in der nächsten Ebene. Mausoleum 2. Und das müsste dann ja die Marm-Ebene sein. Also zumindest die Zwischenboss-Ebene. Ob es jetzt Marm ist oder nicht, keine Ahnung. Müsste es aber theoretisch ja sein. Und die Frage ist, ob jetzt die Geschichte mit dem Messer hier noch weitergeht. Ob man jetzt hier noch irgendwas zusätzlich machen muss. Weil in Mausoleum 2 kann ich ja auch so rein. Das hat ja mit dem Messer erstmal aktiv nichts zu tun. Oh, das ist auch interessant. Über diese Statue kann ich nicht fliegen. Okay. Ich habe gehofft, dass ich meine roten Herzen ein bisschen retten kann hier. Zumindest einmal kann ich sie retten. Oh Gott, der Typ. Ja, ich kann also diese... Das ist sehr interessant. Ich kann die nicht nutzen zum Ausweichen. Oder zum Drüberfliegen. Die sind zu hoch. Yikes. Ah, da sind meine blauen Herzen wieder weg. War ja nur eins, ne? Ja. War ja effektiv nur eins. Blöd gelaufen. Naja, ich werde gleich getroffen wahrscheinlich. Aber was soll's. Gibt es ja nicht. Stille. Trau ich mich? Ich trau mich. Ja, gut. Ist okay. Ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Kann manchmal blöd sein.
Ich verstehe jetzt nicht, wofür ich hier mich teleportieren wollen sollte. Ja, gut, weil wenn man vielleicht nur eins von den Items haben will. Aber dann kann ich auch oben rumlaufen, ja, keine Ahnung. Komisch designter Raum. Aber jetzt habe ich mehr Bomben. Dann kann ich jetzt auch die zwei blauen Feuer hier sprengen. Und hoffen, dass halt blaue Herzen rauskommen. Schade. Weil es wäre halt schon gut, den Blauherzschaden zu verhindern. Frech. Sehr, sehr frech. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Den Rotherzschaden wollte ich, ja. Dafür, dass ich mich versprochen habe, habe ich es verdient, auch getroffen zu werden. Und das hat jetzt die Chance auf die Deals auf 18% gesenkt. Machst du nix. Blöder Hit. Itemraum. Bekannte Pille. Ranger. Shop und Itemraum. Alles an einem Ort. Okay, wenn ich getroffen werde, lädt mein Dings auf. Ist für Book of Shadows gar nicht verkehrt, weil dann kann ich beim Boss mich schön aufladen. Ne? Warum nicht? Dann kann ich durch Treffer ein bisschen aufgeladen werden. Kann man machen. Ist okay. Okay, der Dings und was anderes. Gut. Noch mehr hier Kumpanen. Mit Glück habe ich jetzt auch noch schwarze Herzen. Oder eine Karte. Ich hasse, wenn ich das. Ich hasse es, wenn ich das mache. Ich hasse es so extremst, wenn ich das mache. Wenn ich die freisetze und dann noch von denen getroffen werde. Ja, so ein Gefühl. Okay, hol mir kurz die Herzen. Weil scheinbar komme ich da nicht mehr hoch, wenn ich den normalen Weg weitergehe. Aber wobei, vielleicht doch. Vielleicht muss ich da oben nochmal rüber. Weiß ich nicht. Aber es wirkt schon, wie wenn es hier weit... Okay. Durch Spades. Gut, das... Können wir einfach mal einsetzen, weil ich lieber Passage mitnehme. Gib mir schwarze Herzen. Gib mir schwarze Herzen. Dort. Okay. Okay. Hier geht's immer noch weiter. Die Chance, dass wir hier auf Marm treffen, steigt. Also, dass wir den Boss hier treffen, ob es jetzt Marm ist oder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber zumindest haben wir jetzt den Bossfight. Mit zwei Möglichkeiten für... Also zwei... Nee, drei, eigentlich drei gute Möglichkeiten für einen Geheimraum. Treffer versenkt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich weiß nicht, was kommt. Ich vermute Marm. Weil Marm wäre halt jetzt dran. Aber ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Mausoleum 2. Das erste Mal ein Boss in Mausoleum 2. Ich bin wirklich gespannt. Okay, es ist Mom. Ganz normaler Mom. Ja, nee, das ist nicht eine normale Mom. Das ist ein interessantes Auge, was sie da hat auf einmal. Sie stampft auch ein bisschen interessant. Und da ist jetzt eine neue Tür aufgetaucht. Bin ich da? Ich traue mich nicht da rein zu euch. Okay. Da ist jetzt eine neue Tür aufgetaucht. Was ist das denn jetzt wieder für ein Ding? Bomben? Sieht wie Bomben aus. Nee. Das Messer! Das mache ich mit dem Messer auf. Wo komme ich jetzt hin? Ach, okay. Das ist jetzt nicht so gut. Da wollte ich nicht sofort hin eigentlich. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich gleich hier lande. Aber interessant.
Ist das dann eine Abkürzung? Dass wenn man den Weg geht, muss man nicht durch Wump und so graben? Alter. Das ist nicht das normale Herz. Jetzt gehe ich wieder hier raus, oder wie? Okay, jetzt habe ich das Herz erledigt und gehe hier wieder raus. Kann ich ja wieder... Nein, ich kann auch nicht wieder rein. Das Herz ist jetzt schon down. Jetzt kann ich nur hier weiter. Okay. Na, hier ist keine andere Tür am Rand jetzt aufgetaucht. Nicht, dass ich jetzt den falschen Weg gehe. Alter, die Musik ist gerade übelst bedrohlich. Rotten Heart has appeared in the basement. Korps 1. Okay, das klingt neu. Nein! Er reißt mir den in die Luft, wollte ich gerade sagen. Yo! Das habe ich nicht bestellt. Alter. Heftiger Schalter. Richtig heftiger Schalter. Holy shit. Kein guter Schalter für mich. Das Ding ist, ich würde gerade fast sagen, ich mache Passage, gehe eins weiter. Die Frage ist jetzt, muss ich in Korps 1 was machen oder geht's in Korps 2 einfach direkt weiter? Ich würde gerade fast auf Passage gehen. Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß halt nicht, was noch alles kommt. Ich fürchte, energietechnisch stehen wir nicht so gut da. Was mache ich jetzt? Wir gehen mal in den kleinen, engen Raum und hoffen, dass da... Nichts Schlimmes auf uns warten. Oh. Shot speed up. Weil wichtig wäre es auch, Book of Shadows aufzuladen. Das kommt noch dazu. Aber nicht um getroffen werden oder so. Okay, was seid ihr? Achso, ihr seid einfach. Ihr seid gar nichts. Ihr könnt auch nichts. Okay, gut zu wissen. Jetzt kommt ein großer Raum. Das Gute ist ja... Nein! Ich wollte gerade sagen, durch meine Fähigkeit heile ich mich ja durch Treffer. Hat sich dann in dem Moment wieder erledigt. Range up. 2,5 Herzen, volles Book of Shadows. Ich weiß halt nicht, ob ich in der Ebene was machen muss. Das ist das Problem. Ob es jetzt sinnvoll ist, die Ebene zu skippen. Das ist das Problem. Herz liegt hier. Das ist gut. Hanged Man braucht man nicht. Wurfklaps. Können wir eigentlich einfach direkt einsetzen. Ja. Nicht, dass ich jetzt die mitnehme und dann habe ich meine The Passage für den Notfall nicht mehr. Okay. Das sind jetzt die Rotten Hearts. Oh, da oben. Okay.
nicht angenehm aus. Ich will ihn, glaube ich, einfach direkt wieder raus. Ah, okay, das ist noch eine Bombe. Ist hier irgendwo ein Stein, der mir was geben? Alter, ich erkenne es. Also, ich erkenne ja sonst auf den Steinen schon nichts. In der Ebene erkenne ich ja erst recht nichts mehr. Ob da irgendwelche Kreuzchen drauf sind oder nicht. Kreuzchen. Weil hier einen Stein mit Kreuzchen übersehen, wäre schon etwas bitter. Gebe ich gerne zu. Das sah auch brutal aus. Nee, wir lassen mal das, was auch immer es macht. Ah, der macht, der muss aufgehen. Und dann sind wir happy. Cartridge ist, glaube ich, dass ich den Unicorn-Effekt bekomme. Das würde ich dann eher mitnehmen. Lasst mich das mal kurz nachschauen. Ich glaube, ich bekomme da den Pac-Man-Effekt. Ich glaube, da bekomme ich den Pac-Man-Effekt. Lasst mich die mal ganz kurz nachgucken. Danke für euer Geduld. Ja. GameKit-Effekt. Genau. Dann gucke ich jetzt auch mal ganz fix nach, was diese Windel macht. Weil das klingt schon sehr widerlich. Ich habe bisher nicht rausgefunden, was sie tun könnte. Also, keine Ahnung. Muss ja bei irgendwelchen Trinkets sein. Wahrscheinlich Afterbirth Trinkets. Oder Afterbirth Plus Trinkets? Nee. Sehe ich sie spontan jetzt nicht tatsächlich. Aber das heißt nichts, dass ich sie nicht sehe. Kann ja auch einfach blind sein. Nee, dann wird es wohl ein Repentance Trinket sein. Ich find's nirgends. Das war doch so eine weiße Kugel mit so ein bisschen roten Strichen. So sinngemäß. Nö, keine Ahnung. Bin blind. Bin einfach blind. Ach, da. Nee, es waren braune Striche. Use Diaper. Gives the Scattle Effect only in certain rooms which will turn hostile flies to neutral. Ach so, okay. Gar nicht so verkehrt. Aber das GameKit-Effekt-Ding ist mir lieber. So. Großer Raum. Scheiße. Noch einer hier am Bienen. Okay, Herzen sind gut. Bekannte Pille ist schlecht. HP up, Luck down. Damit kann ich leben eigentlich. Damit kann ich tatsächlich recht stabil leben. Wir könnten nochmal den Stachelraum versuchen. Oh, hier wollte ich gar... Alter, hier wollte ich gar nicht reinlaufen, aber das ist gar nicht mal so eine dumme Geschichte. Ich gehe mal hier hin und spreng mal vorsichtig. Yes! Genau wegen solchen Sachen. Genau wegen sowas. Okay. Na, wir können auch mal hier probieren. Wir haben genug Bomben. Nice. Ja. Weiß nicht, ob das sich auf Brimstone auswirkt, aber
Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Ja von mir. Was das Mitnehmen angeht. Gut, dass wir die Ebene noch spielen. Also es ist schon gut, dass wir es machen. So. Jetzt einmal schnell hier reinflattern. Nice. Und wieder rausflattern. So, ein Soul hat mehr. Das ist eine Win-Win-Situation gewesen. Gut. Dann geht's hier unten weiter. Wieder vor. Hier kann ich direkt aufladen. War das Ziel und der Gedanke, ich gehe mal nach unten. Das ist einfach nicht. Oh Gott. Aber es sind die normalen eigentlich, ne? Die dürfen eigentlich nicht jetzt so böse sein. Nee, die sind voll okay. Wir sind jetzt deutlich stärker als vorher. Oh. Eine neue Rune. Was für eine Rune gibst du mir? Java war Dinge, die ich mir nicht merken kann, unter anderem Runen. Double all pickups on the floor. Ja, okay. Sollten wir irgendwo mal was Cooles haben, hole ich mir Java zurück. Eigentlich jetzt effektiv als Passage, ne? Aber es ist. Im Moment haben wir halt nichts, was wir auf dem Floor haben, was mir nutzen würde. Und das ist der letzte Raum. Jetzt bitte nicht mehr treffen lassen. Dann versuchen wir mal noch zu sprengen. Vielleicht ist ja da jetzt noch ein Soul Heart oder so drin. Da ist einfach mal gar nichts drin. Versuchen wir hier nochmal zu sprengen. Dann versuchen wir, ich sehe es überhaupt nicht, wahrscheinlich hier nochmal zu sprengen. Dann lassen wir es. Wobei, ich könnte hier nochmal versuchen zu sprengen. Und hier. Ach komm! Na gut, so. Erster Boss. Erster Boss in Corps 1. In Meere. Das kannst du so. Nee. Kaum bin ich wieder... Oh, okay. Er teilt sich auf. Ich setze lieber mein Schild dauerhaft ein, weil dafür habe ich ja... Ne, dafür habe ich ja mal... Oh mein Gott. Das hätte böse getroffen gerade. Aber genau für sowas habe ich ja die Dings mitgenommen. Alter, der... Ohne das Schild wäre ich hier vollkommen aufgeschmissen gewesen. Aber vollkommen. Okay. Ich nehme lieber das Kartendeck. Da habe ich die Hoffnung, dass ein paar Sachen dazu kommen, die mir was nützen. Weil der 8-Ball ist, glaube ich, Shot-Speed-Up. Und das war's, oder? Der 8-Ball dürfte Shot-Speed-Up sein. Ich gucke kurz nach, dass er nicht irgendwie noch Black Hearts oder so gibt. Nee. Er gibt noch eine Karte, wenn ich es aufhebe. Aber das war's dann auch. Wir nehmen lieber das hier. Das ist das Card-Deck oder Booster-Pack. Und da habe ich Hoffnung, dass... Ja, zum Beispiel sowas hier. Genau. Okay, nichts, was ich sonst einsetzen kann. So, jetzt habe ich mein Problem. Nützt mir Passage in der nächsten Ebene überhaupt noch was? Oder ist nach Corps 2 Schluss? Oder geht's dann weiter in die neue Variante von Kathedrale? So, ne? Das ist jetzt die Frage. Weil das Herz haben wir ja schon verprügelt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin ein bisschen böse skeptisch. Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Was machen wir jetzt?
Ich lasst mich kurz noch nachdenken. Ich bin halt bei dem Herz-Ding, bin ich so ein bisschen. Wenn halt Passage nichts mehr bringen sollte, wäre es jetzt blöd, das noch mitzunehmen. Dann nehme ich lieber Tour of Hearts mit und setze es ein, wenn ich 3 Herzen habe. Versteht ihr? Dann nehme ich lieber Tour of Hearts mit. Und Java, ja gut, Java hat sich dann jetzt... Nein! Ich weiß, was ihr mir sagen wollt. Ich hätte Java nehmen können für Hierophant. Tut mir leid. Bin blöd. Ja. Dann bin ich aber jetzt nicht mehr ganz blöd. Aber fast blöd. Es tut mir echt leid. Weil dann kann ich jetzt zumindest Two of Hearts verdoppeln. Und kann es schon mal einmal einsetzen. Und hab's einfach nochmal dabei. So ein Ding ist das. Aber ja, war blöd. Ich hätte 2 blaue Herzen mehr haben können. Ist mir bewusst. Bin doof. So. Ach, was mir gerade auffällt. Das Messer ist weg. Das Messer verliert man in dem Moment, wo man diese rote Tür öffnet. I see. Ach, Curse of the Lost. In der Ebene Curse of the Lost haben ist jetzt auch richtig nice. Aber ich frage mich wirklich, was jetzt... Oh Gott, was tue ich? Ich frage mich wirklich, was jetzt für einen Bosskampf kommen kann. Weil das Herz kann es nicht sein. Vielleicht ein Rottenherz oder so? So ähnlich wie... Weißt du schon? So ähnlich wie... dieses Pickup-Herz, was ich jetzt... dieses Rottenherz, was ich jetzt aufheben kann auch. Dass auch Mom zu so einem Rottenherz wird. Man weiß es nicht. Deine gucken, sehe nichts. Was bist du so? Okay, ich setze mal lieber was ein hier. Na gut. Na gut. Da oben sind. Das war frech. Okay, der sollte klar gehen. Jo. So, Steine gucken. Sehe nichts. Wenn da jetzt einer dabei war. Weiß ich auch nicht. Bin ich blind. Ich bin gleich mal so frei, weil der macht gleich wieder blödes Zeug. Und dann mache ich es lieber so. Jetzt habe ich hier noch ein Herz rumliegen. Zusätzlich. Das ist doch schön. Kann ich mir dann gleich wiederholen, wenn ich getroffen wurde. Passt. Nicht, dass ich vorhabe, getroffen zu werden, aber man weiß ja nicht, ne? Okay, auch das, schöne Geschichte. Kriege ich zumindest noch Geld, wenn ich getroffen werde, was mir jetzt noch richtig viel bringt. Bruder, was machst du denn? Du machst aber diese anderen komischen Sachen. Okay, da ist nichts weiter Spannendes. Hier geht's auch überhaupt nicht weiter. Stabiler Raum. Alles useless. Da geht's nach da noch. Ne, da waren wir... Da sind wir auch schon am Ende gewesen, ne? Wir gehen alles, was wir nicht gehen müssen. Wir gehen komplett alles, was wir nicht gehen müssen. Nur weil wir diesen scheiß Curse of the Lost haben. Jetzt mal weiß ich, was ihr tut, ihr komischen Viecher. Läuft da noch so ein Ding rum und das war's dann. Aber jetzt ist noch so eine kleine Raupe. So. Oh, ein riesiger Raum.
Mir gefällt diese Giftwolke überhaupt nicht. Aber da sind ganz viele Herzen in der Mitte. Das ist sehr gut. Aber wie komme ich jetzt in dieser Giftwolke vorbei? Oder ist die einfach nur... Nee, ich glaube, da darf man sich nicht so lange aufhalten. Kann das sein? Weiß es nicht. So, das hier sammle ich natürlich nicht an. Ich hole mir das andere Herz von unten. Weil das sind ja zwei Herzen hier. Ist klar. Muss ich nicht erklären. So. Und wieder hoch. Und wieder hoch. So, Steine gucken. Also erklärt mich für blind, aber ich sehe nichts. Ich probiere jetzt nochmal hier den Geheimraum. Okay. Ich sehe nichts. Das sind alles Steine für mich, die normal sind. Da ist nichts Spannendes an diesen Steinen. Keine Ahnung. Okay, da muss ich nur die Schalter drücken. Das ist zum Glück... Ach so. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist eine sehr angenehme Sache, aber es war fast angenehm. So, Steine gucken. Auch da, ich sehe kein Kreuzchen. Nirgends. Ich sehe kein Kreuzchen. Wenn ihr ein Kreuzchen seht... Oh, ich wollte da gar nicht hochlaufen jetzt schon. Hilfe. Ich bin da einfach reingelaufen, weil ich gerade geguckt habe. Deswegen bin ich jetzt so komplett überrascht worden von dem Raum. Natürlich doof gelaufen. Jetzt muss ich gleich wieder die Herzen hier holen. Das ist blöd gelaufen. Jetzt habt ihr... Alter, wie groß ist Korps 2? Das ist keine angenehme Größe für eine Map. Auch schon wieder diese Bodenwellen-Dinger. Toll. Der bringt mir jetzt richtig viel. Bossraum gefunden. Okay. Und wir kriegen wieder Aufgeladung. Sehr schön. Dann einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Sehr schön. Okay, jetzt aufpassen. Ich hatte noch keinen Bad Trip. Okay, das ist okay. Das ist nicht verkehrt. Something's wrong. Ist auch nicht verkehrt. Die nehme ich nicht. Die war ja, beim letzten Mal war sie HP up, Luck down. Bleibt das so? Oder kann das variieren? Ich trau mich nicht. Die habe ich jetzt zweimal. Wenn die jetzt was Gutes ist, ist cool. Okay. Ja gut, dann gehen wir mit 6 Herzen zu was auch immer das jetzt für ein Boss ist. Und dem Tour of Hearts und dem Book of Shadows, welches durch Treffer aufgeladen wird. Klingt doch ganz vernünftig, oder? Okay, cooler Boss. Mother. Yo. Das ist ja wie Big Satan oder hier, ne? Mega Satan-Dings. Ach du Scheiße. Das wird so safe schief gehen. Ich habe keine Energie und so nix. Ich habe die Tour of Hearts vergessen. Scheiße. Das war es niemals schon. Was ist jetzt? Fliehen? Nee. Ah.
Scheiße. Das teilt sich irgendwie in alle möglichen Seiten auf. Holy shit. Okay. Okay, wir haben Mother kennengelernt. Wir haben Mother kennengelernt. Einer der neuen Bosse. Finalbosse scheinbar. Uff. Wir wissen jetzt, wie man hinkommt. Wir waren recht gut ausgerüstet eigentlich. Ich habe leider ein bisschen zu spät die Tour of Hearts eingesetzt. Das war ein Fehler. Ja, und ansonsten, naja. Ich kann halt nicht ausweichen. Alter, da wirst du ja komplett zugemüllt mit Bullets. Na gut. Na gut. Erkenntnisgewinn. Und Rottenharz freigeschaltet. Aber damit ist die Reihenfolge fertig. Weißes Feuer, Spiegel, Knife, Part 1, Schalter, Knife Part 2, wobei dieses Ding zu holen eine Katastrophe ist, wenn man nicht fliegen kann. Also toi toi toi, dass man da fliegen kann. Und dann ist das auch jetzt wieder ein Boss, den kannst du mit dir, den musst du mit jedem wahrscheinlich besiegen. Na, da musst du mit jedem durch und kriegst bei jedem ein extra Zusatz-Item freigeschaltet. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. 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 Also, bis man hier unten ist, muss man schauen, dass man echt OP wird. Werden wir sehen, wann wir das erste Mal besiegen, dieses Ding. Wir wissen jetzt, wie man hinkommt. Leider habe ich es versaut. Oh, guck mal, der Code ist cool. 88. Egal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.